Assalamu alaikum, liebe Brüder und Schwestern, und ein Hallo an alle Menschen, die die Wahrheit suchen. Ich habe mir so in den letzten Tagen ein wenig mit diesem Ulf Kotte, der sogar einen Doktortitel hat, ich weiß nicht auf welchem Gebiet, ich habe mir den mal ein bisschen genauer angesehen und auch seine Argumentation. Und dabei ist mir aufgefallen, dass Tiefe in seiner Argumentation überhaupt nicht besteht. Er geht immer wieder auf die gleiche Schiene. Die Frauen würden sich in einem Stoffkäfig, hört man immer wieder die gleiche Argumentation, die er bringt, im Wortlaut, exakt, detailgenau, immer wieder genauso. Ich dachte, die Hühnerhaltung wäre abzuschaffen und verboten und Käfige wären verboten. Für Hühnerhaltung, warum tut man das für Menschen? Und dann kommt er immer wieder mit Stofftierhaltung. Ich wundere mich persönlich bei all dem Hass, den er den Muslimen entgegenbringt, warum er sich Sorgen macht über die angebliche Freiheitsberaubung. Denn wenn man sich seine Texte durchliest, dann spricht er davon, die Muslime, das wäre nichts anderes als importierte Inzucht. Das muss man sich mal vorstellen. Er meint also, dass Verwandtenehen bestehen würden. Da muss man einem Herrn Ulf Kotte vielleicht mal sagen, lesen Sie bitte den Heiligen Koran und begreifen Sie, dass Cousin und Cousin, dass die Heirat von Cousin und Cousin nicht im Verwandtschaftsgrad liegt, wie er meint, dass man von Inzucht spricht. Völlig einfach nur mal was in den Raum geworfen, hoffend, dass irgendjemand, der keine Ahnung hat, das dann schluckt und entsprechend seinen Hass teilt. Für jemanden, der so einen Hass auf Muslime hat, glaubt mir, dem ist es egal, ob die Frauen sich hinter einem Stofftierkäfig, wie er immer wieder dieses Wort benutzt, ob sie sich dahinter befinden oder nicht. Ihm geht es um was ganz anderes. Denn er schreibt ja Bücher und die Bücher müssen ja schließlich auch Abnehmer finden. Und dementsprechend hat er zwei Aspekte. Das eine ist die Werbetrommel rühren, das heißt also Hass schüren gegen Muslime und dann sein Buch bringen, um die Hass-Junkies dann entsprechend auch den entsprechenden Stoff zu bieten, damit die Hass-Junkies dann auch von dem Hass-Dealer bedient werden können. Das meine ich nicht scherzhaft, das ist ernst gemeint. Genau das ist das Geschäft, das in Deutschland läuft, das Ulf Kotte bedient. Er schafft sich ein Publikum, das infiziert wird von seinem Hass und seinem Hass schüren und er gibt ihnen Schlagworte, damit sie ein bisschen brodeln, ein bisschen köcheln, und dann kommt sein Buch raus, frei nach dem Motto, jetzt könnt ihr euch den Hassorgasmus über meine Bücher sozusagen holen. Das ist Ulf Kotte. Das ist letzten Endes das ganze Konzept, das dahinter steht. Weil für mich persönlich besteht eine Grundfrage. Wenn ich die Muslime hasse, sind sie mir irgendwann auch egal. Aber es kann nicht angehen, dass sein ganzes Leben sich nur noch darauf einschränkt, dass er angeblich nur noch Frauen sieht in Stoffkäfigen. Das ist wiederum ein ganz klares, wenn es wirklich so wäre, wäre es ein psychologisches Problem. Weil man würde dann sagen, das ist eine sehr eingeschränkte Sichtweise der Dinge, Tunnelblick, wie man ja auch sagt, und das sind meistens Psychosen, die dahinter stehen. Darum geht es nicht. Die Psychose will er auf die Menschen übertragen. Er will den Hass auf die Menschen übertragen. Nicht, weil er sich Sorgen macht, dass die Muslime hinter einem Stoffkäfig herlaufen. Das ist alles Unsinn. Der macht sich überhaupt keine Sorgen. Und es ist auch nicht so, dass der Anblick ihn stört. Er muss ja seine Bücher schreiben. Ich meine, wenn jemand hunderte von Seiten Bücher schreibt, wo es nur um Hass gegen Muslime und Migranten geht, dann kann so einem, der sich so viel Mühe gibt, diese Bücher zu schreiben, ja es nicht recht sein, wenn sich das Migrantenproblem lösen würde. Das wäre ja eine Katastrophe. Man stelle sich das mal vor. Das Migrantenproblem würde sich lösen. Die Menschen würden auswandern. Dann wäre Ulf Kotte arbeitslos. Dann könnte er keine Bücher schreiben. Dann könnte er gar nichts mehr machen. Dann würde sich das Problem auflösen. Also, ja, nee, die Migranten hauen ab. Da brauchst du nichts mehr schreiben. Und die Frauen tragen auch keine Stoffkäfige mehr, um es mit seinem Jargon zu machen. Das hat sich ja auch erledigt. Die Kopftücher tragen sie auch nicht mehr. Ja, das wäre doch eine Katastrophe für Ulf Kotte. Das wäre doch eine Katastrophe. Stellt euch das mal vor. Stellt euch mal vor, er hätte nichts mehr zum Schwadronieren, wenn die Frauen nicht mehr, wie er meint,
als Pinguine verkleidet auf den Straßen sind. Es ist doch nicht so, dass er dann glücklich wäre. Dann müsste er sich einen neuen Stoff suchen. Ja? Also, das sind alles Opportunisten dieser Gesellschaft, die damit Geld verdienen. Ja? Die damit Geld verdienen. Das ist eine Geldmacherei. Und das müsst ihr euch genauso vorstellen wie die Hersteller von Antivirenprogramme. Ja? Wenn es keine Viren gäbe, die die Computer infizieren, dann wären die arm dran, dann könnten die ihre Antivirenprogramme irgendwo hinstecken. Und deswegen ist Ulfkotte darauf angewiesen und freut sich, wenn es schlechte Nachrichten gibt. Ja, ist ja nicht so, dass er jemand wäre, dass Kriminalitätsrate bei den Migranten zurückgegangen, Integration klappt, alles wunderbar. Das wäre eine Katastrophe. Für Ulfkotte ein Albtraum. Ja? Deswegen braucht er das, ja, und freut sich natürlich über jede Schlagzeile, hat wahrscheinlich dann auch seine Berater und sagt: Der Mensch, ich brauch Bad News. Und jemand, der Bad News sucht, dann ist doch selbstverständlich klar, dass der auch selbstverständlich dann auch nur Bad News findet. Das ist genauso wie mit Günter Wallraff mit seinem Buch Ganz unten. Das hat man ihm auch damals zur Kritik gemacht. Wallraff hat sich als Ali, als Gastarbeiter verkleidet und dann hat er dann eben entsprechend darstellen wollen damals. Das war ein sehr revolutionäres Buch, in dem er da irgendwelche Verkleidungen angenommen hat, um zu zeigen, ach, wie arm geht es den Leuten ganz unten, den Gastarbeitern und so weiter. Und er kriegt ja nur die letzten Jobs. Ja, aber in der Zeitungsannonce hatte Günter Wallraff als Ali verkleidet geschrieben: Ich suche Arbeit, egal was. Ja, egal was. Ja, gut, dann ist doch selbstverständlich klar, dass auf so eine Stellenanzeige sich nicht Jobanbieter melden, die einen guten kaufmännischen Beruf anzubieten haben, sondern da melden sich natürlich diejenigen, die sagen: Ja, Mensch, da ist einer, ne, der bietet sich an für Billigjob, und dann melden sich auch nur diejenigen an, die Billigjobs anbieten. Das ist also ein völliger Schwachsinn und eine völlige Idiotie, wie diese Leute vorgehen. Es geht um Opportunismus, es geht darum, Geld damit zu machen. Und so ist es auch mit Ulfkotte. Das ist doch selbstverständlich klar, wenn der in der Sendung sitzt, dass er nicht positiv über die Muslime redet. Wer will das erwarten? Er hat eine Intention, er hat eine Ausrichtung, ja. Und es ist doch klar, dass er dann die Muslime beleidigen muss, über sie herziehen muss und selbstverständlich auch übertreiben muss, damit seine Bücher ja auch reißerischen Absatz finden. Er kann doch nicht sagen: Ja, es gibt einige Fälle von Verwandtschaftsehen, wo es nicht mehr der Cousin in dem Sinne ist oder Cousine, sondern das sind dann eben tatsächlich noch nähere Verwandtschaftsgrade. Die gibt es aber auch unter Nicht-Muslimen, das passiert, das geschieht, aber wär das eine Schlagzeile wert? Das wäre nichts. Er kann doch nicht sagen: Ja, so geringe Fälle gibt es. Muss er, ja, jeder zweite Fall, muss er sagen. Am besten jeder Fall. Das ist also genau das, worauf dann natürlich aber selbstverständlich klar ist: Er macht seine Kohle, er macht seine Bücher, aber auf den Rücken der Muslime. Und das Dumme ist, dass seine Leser das dann auch noch glauben und meinen, das war aber sowieso das Allerwitzigste. Als ich dann wirklich lesen musste, ja, Sarrazin hält und so, ne, der schreibt ein Buch, macht sich Gedanken, ist ja toll, dass er sich für die Menschen einsetzt. Ich weiß nicht, wie die Menschen drauf sind, ja, dem ist das scheißegal, ob er irgendwie vielleicht dafür noch einen Orden bekommt oder so, sondern es geht um die Kohle, es geht um die Tantieme. Und Ulfkotte schreibt nicht ein Buch und spendet dann die Einnahmen den Hartz-IV-Empfängern. Also, wir müssen das verstehen und begreifen, dass diese Leute also absolut nicht Ansprechpartner sind, über den Islam zu reden, die Anti-Islam-Bücher schreiben. Ja? Denn die müssen ja dann auch eine Anti-Islam-Position bringen. Sie können nicht sagen, es gibt auch Gutes im Islam. Das ist eine Katastrophe. Das geht ja gar nicht. Genauso wie mit Stefan Herre von PI News, wenn der interviewt wird. Der kann ja nicht sagen: Ich habe einige Muslime getroffen. Damals habe ich Pierre Vogel getroffen. Das war ein gutes und angenehmes Gespräch. Ja, hallo? Kann er seine PI News-Seite einstampfen? Das heißt, er muss immer wieder dieses Bild des bösen Muslim hochhalten. Egal, auch wenn jetzt auch Ulfkotte, selbst wenn jetzt irgendjemand sagen würde: Ja, Mensch, das ist gar nicht so, das sind ja nur ganz wenige, die ganz Burka haben, die meisten haben ja nur Kopftuch und damit ist das Gesicht ja frei. Ja, dann bringt er natürlich in so einer Sendung das so ganz beiläufig: Ja, gegen Kopftuch habe ich ja nichts, meine Mutter hat ja auch Kopftuch getragen, und spricht dann aber natürlich selbstverständlich die Ressentiments und die Klischees ganz deutlich an, tut also so, als wenn draußen auf den Straßen alle mit Burka rumlaufen. Und das sind ja die wenigsten, die mit Burka rumlaufen. Glaubt es mir,
Diese Leute sind darauf aus, Geld zu verdienen. Und die Leser, die glauben, der wollte ihnen Spiegelbild vorhalten oder hat irgendwelche idealistische Ziele. Das sind Leute, die machen damit Kohle, die erkennen Ressentiments, die erkennen Trends, ja, und dann werden diese Trends aufgegriffen und dann plötzlich scheren sich alle über den Islam. Warum haben die das Jahre zuvor nicht gemacht? Warum hat der Ulf Kotte das nicht vor 15 Jahren gemacht? Ja, da muss man ja auch dazu berücksichtigen, dass jetzt auch Zahlen laut werden, dass zum Beispiel die Türken, die er angreift, dass mehr abwandern als zuwandern. Nur ein kleines Beispiel. Vor ein paar Jahren sah das ganz anders aus. Warum hat er denn da nicht die Bücher geschrieben? Warum fällt ihm das jetzt erst auf? Ja, das ist ganz einfach, weil der Trend jetzt da ist, weil es einen Geert Wilders gibt, weil einer hat damit angefangen, Erfolg zu machen, ja, politisch. Es fing ja mit Le Pen, Front National in Frankreich an und so langsam haben sie dann irgendwo begriffen, Mensch, das ist ein gutes Pferd, auf das man setzen kann. Denn es geht immer darum, Angebot und Nachfrage abzuwägen. Und wo die Nachfrage ist, da muss man das Angebot bringen. Wenn es keine Nachfrage gäbe nach diesem Thema, dann wird der Ulf Kotte nicht darüber Bücher schreiben. Er weiß, das ist ein Nerv. Ja? Sarrazin schreibt ein Buch, er schreibt ein Buch, alle schreiben plötzlich Bücher. Ja, warum? Aus wohltätige Zwecke oder weil die irgendwelche Almosen bringen wollen. Und Geld verdienen damit. Mit diesem Thema soll Geld verdient werden. Und natürlich muss das geschürt werden. Und natürlich müssen die Ressentiments geschürt werden. Natürlich ist die eine oder andere Übertreibung oder Lüge ist doch völlig egal. Mensch, Hauptsache der Rubel rollt. Ja, Hauptsache das richtige Klientel, ja, wie bei PI News zum Beispiel, ein bisschen pushen, ob es die Wahrheit ist oder wie es auch geartet ist. Du kannst diesen Leuten doch nicht kommen und sagen, haben sie mal den Koran gelesen? Und wird sagen, ja, habe ich hier, tötet die Ungläubigen. Obwohl man ihnen 10.000 Mal erklärt, wie dieses gemeint ist, muss er das so hochhalten. Das ist sein Brot, ja. Also, das ist also das Problem auch an diesen ganzen Talk-Treffen, Veranstaltungen und Interviews und so weiter. Es ist gut, dass Pierre Vogel dort erscheint, um eben die Möglichkeit zu haben einer Gegendarstellung. Aber von diesen Leuten, wenn die unter sich sind oder wenn eben kein guter Islamexperte dabei ist, dann soll man sich diese Sendung gar nicht ansehen, weil es geht dabei nur um eine Propaganda für sein Buch. Er muss ganz einfach Neugier, er muss Empörung schüren, ja, denn Empörung ist dann die Verstärkung der Nachfrage. Empörung in diesem Thema ist Verstärkung der Nachfrage nach dem Buch. Also muss ein bisschen mehr sozusagen Pfeffer in die Mahlzeit, damit die Leute auch dieses Buch kaufen, damit sie aufgeschreckt sind. Das sind nicht nur Ängste, sondern das ist vor allen Dingen auch Hass, Verärgerung, ja, und den Leuten zu sagen, ja, Mensch, lasst euch doch hier nicht das Land wegnehmen und so weiter, obwohl die vorher gar nicht diese Ressentiments haben, tagtäglich Arbeit gegangen sind, wird ihnen das in die Köpfe gegaukelt. Und so einer wie Ulf Kotte, das ist einer wie, oder auch Sarrazin, das sind Nutznießer. Die wollen Geld verdienen und die verdienen mit diesen Dingen Geld und machen ihre Tantiemen. Und das sind keine idealistischen Ziele, das sind keine Weltverbesserer. Das sind nicht irgendwelche Leute, die für die Gesellschaft denken. Die kleinen Leute, die meinen das, ja, und nehmen dann die Argumente auf und glauben dann jetzt den Islam auseinanderzunehmen, indem sie die Argumente der Islamgegner aufgreifen. Das ist einfach immer wieder das Gleiche, was ich auch jetzt wieder am Ende dieses Videos sage. Die einzige Möglichkeit von Ulf Kotte und Sarrazin Viren, die da verstreuen gegen den Islam, um ihre Bücher zu vermarkten. Die einzige Möglichkeit, sich gegen diese Viren, also in Form der Information, die sie streuen, der Fehlinformation, zu immunisieren, ist es, seinen eigenen Verstand zu verwenden. Der Islam verlangt das von jedem Individuum, denn jeder wird für seine Taten im Jenseits verantwortlich gemacht. Seinen Verstand zu gebrauchen, selber nachzulesen und zu begreifen und zu verstehen die Wahrheit und sich nicht eine Wahrheit vorgaukeln zu lassen, für die man dann auch noch bezahlt und die am Ende gar nichts bringt, gar nichts. Den Autor reicher und den Hass-Junkie, das heißt den Süchtigen, macht es noch mehr abhängig, um noch mehr Bücher von dem dann zu lesen und letzten Endes den Trieb, wann kommt das nächste Buch raus, dann wird dann entsprechend der Dealer die Süchtigen bedienen und der Süchtige ist in der Abhängigkeit und darum geht es. Ja, wann kommt das nächste Buch? Und wann kann ich es wieder kaufen? Und der andere freut sich über das Geld. Das ist die ganze Wahrheit.